Oh Mann, es ist so spannend und wir müssen jetzt erst in den Unterricht, aber vorher will ich gerade mal gucken, was es hier Neues gibt. Hervorragend, Bücher und was war das hier im Drachenclub? Dann gehe ich doch mal gerade in den Drachenclub, ob da ein neues Item freigeschaltet wurde? Nö, schade. Ich dachte, es wäre was freigeschaltet worden. Na gut, dann setze ich mich hier jetzt ganz gemütlich hin. Schau mal hier dieses Duell, denn das passt zum Furunculus. Furunculus kommt zweimal in den Harry Potter Büchern vor. Einmal bei einem Streit mit Draco in Harry Potter Band 4 auf Seite 312. Worum geht's denn da? Ach ja, Potter stinkt. Ja, mal schauen, was da steht auf Seite 312. Ron stand mit Dean und Seamus an der Wand. Er lachte nicht, doch er sprang Harry auch nicht bei. Willst du einen Granger? Sagte Malfoy und hielt ihr einen Anstecker hin. Ich hab sie kistenweise, aber berühr bloß nicht meine Hand, ich hab sie gerade gewaschen und ich will nicht, dass eine Schlammblüterin sie einschleimt. Es war, als ob der Zorn, den Harry nun seit Tagen mit sich herumtrug, einen Damm in seiner Brust durchbrach. Er hatte seinen Zauberstab in der Hand, bevor er recht wusste, was er tat. Einige Umstehende stürzten sofort in den Kellergang davon. Harry! Warnte ihn Hermine. Jetzt mach schon, Potter, sagte Malfoy leise und zog ebenfalls seinen Zauberstab. Moody ist nicht hier, um dich auf den Schoß zu nehmen. Tu's doch, wenn du den Mumm dazu hast. Den Bruchteil einer Sekunde lang sahen sie sich in die Augen und dann, in genau demselben Moment, griffen sie an. Furunculus! Rief Harry. Densaugeo! Schrie Malfoy. Lichtblitze schossen aus beiden Zauberstäben, trafen sich in der Luft und schleuderten sich aus der Bahn. Harrys Blitzstrahl traf Goyle im Gesicht, der Malfoys traf Hermine. Goyle jaulte auf und schlug die Hände auf seine Nase, wo große hässliche Blasen aufquollen. Hermine, panisch schwimmend, presste die Hände auf den Mund. Hermine! Ron stürmte herbei, um zu sehen, was ihr passiert war. Harry wandte sich um und sah, wie Ron Hermines Hände von ihrem Gesicht zog. Es war kein schöner Anblick. Hermines Vorderzähne, ohnehin schon überdurchschnittlich lang und nicht so gut wie in den Filmen, wuchsen mit alarmierender Geschwindigkeit. Mehr und mehr nahmen sie das Aussehen eines Bibers an und ihre Zähne wuchsen weiter, über ihre Unterlippe hinaus, auf ihr Kinn zu. In ihrer Panik tastete sie danach und schrie von Grauen gepackt auf. Was soll dieser Krach hier? Sagte eine leise, eiskalte Stimme. Snape war gekommen. Die Slytherins redeten laut durcheinander, um ihre Sicht der Dinge loszuwerden. Snape deutete mit einem langen, gelben Finger auf Malfoy und sagte, erkläre. Potter hat mich angegriffen, Sir. Wir haben uns gleichzeitig angegriffen, rief Harry. Und er hat Goyle getroffen, sehen Sie? Snape musterte Goyles Gesicht, das nun nach etwas aussah, das in ein Buch über Giftpilze gehörte. Krankenflügel, Goyle, sagte Snape ruhig. Malfoy hat Hermine getroffen, sagte Ron. Sehen Sie! Er zwang Hermine, Snape ihre Zähne zu zeigen. Sie tat ihr Bestes, um sie mit den Händen zu verbergen. Was jedoch schwierig war, denn jetzt waren sie schon an ihrem Kragen vorbeigewachsen. Pansy Parkinson und die anderen Slytherin-Mädchen waren hinter Snapes Rücken in die Hocke gegangen, kicherten verdruckst und deuteten mit den Fingern auf Hermine. Snape sah Hermine kalt an, dann sagte er, »Ich sehe keinen Unterschied.« Hermine ließ ein Wimmern hören, ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie drehte sich auf den Fersen um und rannte in den Kellergang hinein und verschwand. Vielleicht war es ein Glück, dass Harry und Ron gleichzeitig begannen, Snape anzuschreien. Ein Glück, dass ihr Geschrei an den steinernen Kellerwänden widerhallte, denn aus dem lauten Stimmgewirr konnte Snape nicht genau heraushören, als was sie ihn alles beschimpften. Das Wesentliche allerdings bekam er mit. Ja, und wir haben dann auch mitbekommen, was Furunculus macht mit Goyle. Im selben Band, in Kapitel 37, wird nochmal über Furunculus gesprochen, aber ich denke, ein Zitat reicht. Aber im Potter-Wiki steht, wie Harry und seine Freunde bei ihrer Heimreise zufällig herausfinden, er bringt die Kombination des Furunculus-Fluchs und des Wabbelbein-Fluchs eine interessante Wirkung aus dem Gesicht des mit diesen beiden Flüchen getroffenen Crab, sprießen kleine Tentakel. Und warte mal, haben wir nicht auch mal Merula verflucht? War das nicht ähnlich? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, in den Erstausgaben von Harry Potter 4 wird dieser Zauberspruch noch mit Furunculus-Fluch übersetzt. In späteren Ausgaben bleibt es dann wie im Original bei Furunculus-Fluch. Ja, und Diego, was ist los? Fall nicht hin. Ja, du wirst ja wohl hier. Komm schon, ja. Ich dachte eigentlich, Diego wäre stärker. Nee, Diego hat ja keine Chance gegen die junge Dame. Naja, dann
Schauen wir doch mal, was Green uns zu Fornunculus erzählt und ob wir Ismelda verfluchen dürfen. So, hi, guten Tag, hi. Ja, ich möchte eigentlich gerade hier zu R und ich muss vorher muss ich Schutzzauber zaubern, denn vorher habe ich leider Unterricht hat natürlich Prio. Ich habe noch nie jemanden von Ihnen so richtig mit Pickel gesehen und ein ordentlicher Ausbruch soll gut für den Charakter sein. Um Ihren Charakter zu stärken, habe ich da beschlossen, Ihnen Fornunculus beizubringen. Harmlos? Größtenteils. Unglaublich zufriedenstellend? Absolut. Lassen Sie uns mit Schutzzaubern weitermachen. Ich dachte Fornunculus. Ich glaube, ich sollte den gesamten Jungschlafsaal von Gryffindor mit Schutzzaubern belegen. Ja, die sind jetzt halt in dem Alter, wo sie Fornunculus von alleine ohne Fornunculus bekommen. Naja. Schutzzauber sind der beste Teil an diesem Fach. Ich glaube, Kiara hat ein paar Schutzzauber in unserem Schlafsaal gezaubert. Ja, okay. Ben versteht wirklich eine Menge von Schutzzaubern. Ja, okay. Dann wollen wir doch mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt haben sie die letzte Gelegenheit, einen Schutzzauber zu wirken. Oh, das war das Schwere. Ah, das war schon immer meine Achillesferse. Aber, nein. Da passiert jetzt leider gar nichts. Ich werde nicht geschützt. Ich hoffe, jetzt schießt keiner Fornunculus auf mich. Sie hat gar nichts auf mich geschossen. Na egal. Jetzt kommt der Vortrag zur Fornunculus. Nehmen Sie Ihre Schreibfedern zur Hand, der Unterricht beginnt. Okay. Das ist schlimmer als Stinksaft. Das erinnert mich an Mimbulus Mimbletonia. Schleimig. In diesem Unterricht lernen wir wirklich eine Menge. Moment mal. Verursacht Fornunculus Pickel oder Funken? Es ist an der Zeit für ein Quiz. Jetzt werden wir sehen, wer aufgepasst hat. Welches Hautproblem wird von Fornunculus verursacht? Ja, gut, dass Barnaby nicht gefragt wird. Ja, Pickel, oder? Ja, gut. Akne halt. Die armen jungen Leute. Die armen jungen Studenten hier. Jo, und jetzt kommt die Vorführung von Fornunculus. Wer ist denn das Opfer? Ich werde jetzt Fornunculus vorführen. Sehen Sie genau zu. Wie, ja, was bringt es denn, eine Statue mit Pickeln zu verfluchen? Wenn der Fluch mächtig genug ist, kann Akne nicht geheilt werden. Wer hat diesen Fluch entdeckt? Was hatte diese Person nur vor? Schande über sie! Ich sollte mitschreiben, aber Olivia sagt immer wieder, Alter. Was ist an Akne denn so eklig? Es ist doch nur unsere Haut. Ja, der Alter. Der Alter. Heiter weiter mit dem Alter. So. Je mehr sie sich konzentrieren, desto größer werden die Pusteln. Ja, und je öfter man ein Hautproblem an einer Statue versucht zu verursachen, desto öfter passiert halt aber gar nichts, Miss Green. Die Wichtel haben eine Flasche mit Bubutubler-Alter kaputt gemacht. Besorgen Sie mir mit Jay zusammen Nachschub, ja? Ja, natürlich, mit Wünschen und sonst. Oh, und bei dir und Miruda sind auch dabei. Warum hat Olivia so etwas? Wenn ich jetzt recht bedenke, warum hat sie all das hier? Naja, da stand schon hier als Ragbag noch da, aber es sieht aus, als würde es etwas aushecken. Meinst du? Ich kenne jemanden, der nach so etwas gesucht hat und ist etwa alles in diesem Klassenzimmer verflucht. Verschiedene Arten von Flüchen sind unterschiedlich stark, gehören aber allesamt zur schwarzen Magie. Fass das nicht an, es sei denn, du legst es auf einen Schwertkampf mit mir an. Alle, wer ist ziemlich hart im Nehmen, das muss man ihr lassen. Ja. Ich möchte dich mal was fragen, Cody. Wie heißt das Antiquitätengeschäft in der Nocturngasse? Ja, Birkenbergs, ja. Und nun bereiten wir uns auf die Vorbereitung vor. Es ist überraschend schwierig, seine Haut vor Fornunculus zu schützen. Machen Sie sich bereit. Ja, haben Sie eine Hautcreme für mich? Schütze dein Gesicht, Cody! Ja, deswegen war ich halt an einer Hautcreme. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ein Duell durch einen Fornunculus-Fluch im richtigen Moment beendet wird. Die nächste Person, die sich mit meinen Freunden anlegt, kann sich auf ein Gesicht voller Pickel freuen. Je abstoßender Ihre Absicht ist, desto mehr Eiterböllen verursacht Fornunculus. Ich habe einige Bekanntschaften, die ein Gesicht voller Furunkel verdient hätten. Fornunculus ist der ekligste Zauber, den ich je gelernt habe. Sie sind an der Reihe, Fornunculus zu zaubern. Lassen Sie die Pickel sprießen. Ja, gerade bei Ismelda macht es ja jetzt nicht so den großen Unterschied. Also. Sorry, Ismelda. Ich sag mal, Fornunculus. Und? Oh, du armes Kind. Du armes. Ey, sind schon wieder weg? Hat ja nie so viel gebracht, der Zauber. Naja. Ja, hier gibt's noch ein paar Bonuspunkte, ein rotes Buch. Und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt um die letzten Vorbereitungen im Innenhof. Mal schauen, wer dort auf mich wartet.
Es ist... Oh nein. Cody, schön, dass du kommen konntest. Wieso bist du hier? Du gehörst doch gar nicht zu den Personen, die ich mitnehme. Ich habe mir aber Sorgen gemacht, seitdem du mir von dem Gedankenkontrollexperiment erzählt hast. Ich will nicht, dass dir irgendetwas zustößt. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Gray. Womöglich schwebst du in Gefahr. Du musst dich optimal vorbereiten. Ich werde dir bei einigen letzten Vorbereitungen helfen, damit du bereit bist, das Experiment deines Vaters zu verhindern. Vielen Dank, Gray. Mit dieser Mission können wir er vielleicht endgültig aufhalten. Also, was hast du denn? Ich soll recherchieren, das hättest du auch mal, Gray. Ja gut, mit den Einkaufsabraten üben, das ist ja meinetwegen noch sinnvoll. Informationen in der Nocturne-Gasse sammeln ist meinetwegen auch sinnvoll. Ja gut, das ist mein... Ja, meinetwegen. Aber Thema recherchieren, das hier... Das kannst du machen, Gray. Wofür bist denn du da, ey? Gut, wenn Gray es halt nicht macht, dann recherchieren wir hier halt jetzt mal für ein Thema in der Bibliothek, auch wenn das Gray's Aufgabe wäre und sie das für mich erledigen könnte. Nein, sie ist ja keine Hilfe, auf keinen Fall. Also los geht es. Was haben wir denn hier? Ja, wir recherchieren. Ah ja, natürlich leise recherchieren wir. Wenn ich das Gedankenkontrollexperiment verändern will, muss ich mehr über das Thema erfahren. Also, habe ich nicht schon eine ganze Menge über das Thema erfahren? Kann ich dafür zur Ruhe gerufen werden, dass ich jemanden zur Ruhe gerufen habe? Ich brauche keine Gedanken zu lesen, um zu erfahren, dass sie alle gelangweilt sind. Dieses Buch hat nur 100 Seiten, aber die Schrift ist winzig. Elementiker können Gedanken lesen, sie aber nicht beeinflussen. Ah, noch eine Geschichte aus Hogwarts. Mit dem Imperiusfluch kann man Menschen verfluchen und das ist unverzeihlich. Okay. Ich muss die Bücher jetzt mal schnell lesen und vor allem leise. Immer schön leise bleiben. Wir wollen keinen Ärger mit Madame Pins. Also einmal schön nach oben schnellen. So. Ja, das kriegen wir hin. Ganz in Ruhe. Madame Pins hat heute noch nicht geschimpft. Und wir kriegen das hin, ohne dass Madame Pins schimpft, oder? Schaffen wir das? So. Kein Reden, kaum Summen oder Schleichen. Ja, okay, die Info hatte ich ja schon, meine Pins, aber danke. Sie haben ja nicht mich ermahnt, ich habe ja nichts davon gemacht, also ich war ja ganz leise. Ich fühle mich nicht wohl neben jemandem, der ein Buch über Gedankenkontrolle liest. Woher weißt du, was ich lese? Hast du meine Gedanken gelesen? Ich bin beinahe überrascht, dass meine Pins überhaupt irgendjemanden Bücher ausleihen lässt. Mal sehen, wie lange es dauert, bis mich meine Pins zur Ruhe ruft. Ja, mal schauen. Psst! Ja, das war an ihm gerichtet, nicht an mich, also damit das mal klar ist. Ja, dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt noch machen können. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf mich nicht vom Thema Gedankenkontrolle ablenken lassen, wisst ihr? So, das wäre dann auch geschafft. Hervorragend. Ja, toll. Und da ist auch der Stempel von meinen Pins, dafür, dass ich so leise war. Und jetzt gehe ich noch in die Nocturne-Kasse. Da muss man sich ja auch bedeckt halten. Ist Jay dabei? Jay ist bestimmt dabei, oder? Ich schau mal, Jay. Bist du da? Jay. Nee, Tonks ist aber, ach ja, gut, bei der verdeckten Überwachung. Hi, Tonks. Hey, Cody, wir sollten uns mal anhören, was sich die Leute erzählen. Ja, aber leise, ja? Wie in der Bibliothek. Ich liebe es, mit dir Missionen als Spion auszuführen, Cody. Na, wenn ich mit einem Magus wäre, würde mir das auch nicht Spaß machen. Bald wird sich alles ändern. Diese Person wandert ziellos umher und wird von niemandem manipuliert. Jetzt unterhält sie sich auch noch. Nein! Das muss ein ganz schlimmer Finger sein. Ich habe die Krone von Meneme. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwas Schlimmes. Naja, ich muss mich darauf konzentrieren, was sie sagen. Ich konnte es jetzt nicht mitkriegen. Nee, der ist ja manipuliert. Das war nee, oder? Ist er manipuliert? Hey. Naja, machen wir mal schnell weiter. Ja, dürfen wir weitermachen? Danke. Ich habe Gerüchte über die Krone von Meneme gehört, und zwar von dem hier. Dieser Zauberer scheint noch nervöser zu sein als sonst. Ich dachte, irgendjemand hatte er erwähnt, aber es war nur ein Hund, der gebellt hat. Mit jemandem wie Tonks an meiner Seite habe ich hier keine Angst. Wenn all das vorüber ist, werde ich mich wohler fühlen. Ich werde unsere gemeinsamen Abenteuer vermissen, wenn wir unseren Abschluss gemacht haben. Ja, das ist ja dann die große Frage. In Jahr 8, nach der Schulzeit, ob wir unsere Freunde dann noch kennen. Oder für neue Freunde finden. Ich werde zu gerne jemandem am Streich spielen. Ja, dahinter war zwar noch ein Nebensatz, das war auch wichtig, weil Tonks will immer jemandem am Streich spielen. Ja. Schreib alles mit, Claudia, sonst werde ich es mir niemals merken. Ja, ich darf wieder... So, ich schreibe mal mit und Tonks muss natürlich, nichts machen. Die ist hier mit am Mob-Magus, die cheatet voll, ey. Naja, haben wir das auch geschafft.
Ich habe meine Tagesbelohnung abgeschlossen, meine Energiepunkte geleert. Und deswegen mache ich, sobald ich jetzt den Stempel habe... genau, jetzt bekomme ich nämlich hier die ganzen Sachen wieder. Und dann mache ich nämlich wieder einen... Ja, ich will noch den Stempel haben, bitte. Hallo, Stempel. Danke, und jetzt mache ich hier den Cut. So, also, jetzt geht's zu den Eingriffszauberern im Zaubereiministerium, aber... Nee, ich krieg gerade Nachricht aus der Regie. Was? Filch ruft mich? Filch ist bereit, um mit ihm zu handeln am See. Aber ich habe das Glühwürmchen nur auf Level 9 gebracht und nicht auf Maximallevel. Gut, ja, gut, Filch, gleich. Ich muss jetzt aber mich erst... ich habe den Termin im Zaubereiministerium. Also, wissen Sie, wie schwer es ist, im Zaubereiministerium Termine zu bekommen? Da muss ich jetzt erstmal ins Wartezimmer und warten, dass meine Nummer aufgerufen wird. Und dann bin ich nämlich schon dran. Sorry, Filch, ich... Das ist wie in der Kfz-Zulassungsstelle. Wenn man da den Termin hat, ist man froh, dass man ihn hat und kann ich einfach absagen, nur weil sie mit mir handeln wollen. Was von? Also handeln? Man sich jetzt mit mir um das Leben der Glühwürmchen handeln oder was? Auren sind die Besten der Besten, was Konzentration angeht. Versuche mit den Einkaufszaubern mitzuhalten. Okay, dann legen wir los. Meine Mutter hat mir eine Decke für mein Bett im St. Mönger Hospital gemacht. Diesen Namen habe ich von einem schwarzen Magier. Ach, wäre auch schlimm, wenn die von einem weißen Magier wären. Hoffentlich werde ich diese Techniken nicht so schnell brauchen. Selbst die besten Duellanten brauchen Übung. Strafverfolgungszauberer überlassen die eigentliche Untersuchung den Auroren. Gibt es irgendwas, das die Einkaufszauberer nicht können? Offensichtlich haben sich die verwunschenen Verliese auf diese... Situation vorbereitet. Gut gemacht! Über Wasser! Wer repariert die Übungspumpe eigentlich nach dem Training? Ich? Nee, sorry. Ich muss an den See, weil Filch mich ruft und... warte mal, dieser Zauber wird die... Ja, Flipendo wird die Strafverfolgungszauber so was von beeindrucken. Ja, yeah, guck mal, ich kann Flipendo. Ich bin ja so krass, ey. Sag immer was im Gott. Ja, sagte ich doch schon. Jeder Eingriffszauber hat ein eigenes bei dem St. Mango Hospital. Ich bin der beste Eingriffszauber in der Abteilung. Das wird dir fast jeder hier bestätigen, sagt der Eingriffszauber. Als Eingriffszauber braucht man Nerven aus Stahl. Das Zaubereiministerium verwendet diese Übungspuppen wie in Hogwarts. Wobei die Frage ist, ob die halt überhaupt Kanon sind. Weil das sind ja hier die Todeser-Puppen, die ja eigentlich erst während der Filme so entstanden sind und die spielen sind ja eigentlich in der Zukunft. Hörst du dich für einen Dürrmeister? Dann beantworte mir diese Frage. Welcher Zauberspruch lenkt angehende Angriffe ab? Naja, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass Protego sie ablenkt, aber Protego schützt dich halt. Wingardium Leviosa und Defodium machen ja ganz andere Sachen. Wingardium Leviosa ist ein Schwebezauber und Defodium macht dir ein Loch in Stein. Oh, hervorragend. Toll. Ich habe in Hogwarts das Schreiber gespielt. Gutes Training für einen Eingriff-Zauberer. Vernunculus funktioniert möglicherweise nicht an einer Übungspuppe. Ja, haben wir das nicht gerade erst an einer Übungspuppe getestet? Nee, oder? War eine Übungspuppe? Ich weiß schon gar nicht mehr. Absolvieren Strafverfolgungszauberer nach Hogwarts eine spezielle Ausbildung? Wir Auroren rufen die Strafverfolgungszauberer, wenn wir Verstärkung brauchen. Was ist der Unterschied zwischen einem Auror und einem Eingriff-Zauberer? Der Eingriff-Zauberer hat ein eigenes Büro, oder? Nee, keine Ahnung. Einmal habe ich mich so sehr für einen Zauber konzentriert, dass ich aus Versehen meinen Zauberstab geworfen habe. Nee, das war Steinwurf. Die Decke, die hatten wir schon, aber wir haben das jetzt auch geschafft. Das heißt, jetzt darf ich noch, was darf ich denn jetzt noch? Nochmal Flipendo oder konzentrieren? Lass dich nicht ablenken, eines Tages könnte dein Leib davon abhängen. Ja, das haben wir dann natürlich auch geschafft. Ich hätte gerne meinen Stempel. Und da ist der Stempel. Und jetzt muss ich ja nur noch mal üben. Das war ein Angriffszauber, jetzt kommen die Verteidigungszauber. Die Frage ist, mit wem übe ich die? Mit Green? Oder wer erwartet mich im Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ach, Filch, Sie sind hier gerade am Fegen. Nein, ich habe Sie nicht versetzt. Nein. Ich muss nur üben für von der Schule nicht abgesegnete... Nein, ach, Professor Green. Wenn du ein besserer Duellant werden möchtest, musst du üben. Ja, okay. Dann... Du bist total konzentriert, Cody. In einem Duell muss man auf alles vorbereitet sein. Ich werde dir zeigen, was gegen deinen Bruder immer funktioniert hat.
Bin ich der Einzige, der diese Sache ernst nimmt? Und vor allem, apropos Bruder, wer hat ja gesagt, dass ich gegen meinen Bruder... Also, ich, nichts geht über etwas altmodisches Training. Toll gemacht, wie du auf deine Umgebung geachtet hast, Cody. Ach, bei Duellen dürfen wir nur Magie einsetzen. Jegliche Weise ist verboten. Oh, ein Buch. Ja, wobei Bücher brauche ich eigentlich im Moment gar nicht mehr so. Okay, ich habe eine Frage für dich. Wie nennt man die Person, die während eines Duells die Interessen eines Duellanten vertritt? Sekundant. Two-Face, kennst du nicht? Ich muss üben, so viel ich kann, falls mit R irgendetwas schief geht. Duellieren ist nicht dasselbe wie Tanzen. Es geht darum, die richtige Bewegung im richtigen Moment zu finden. Duellierst du dich gerade in einem Wortgefecht mit Diego? Der ist auch gar nicht da. Bei Duellen gibt es manchmal sogenannte Sekundanten, die als Ersatz für die Duellanten dienen. Ach so geht das, Two-Face. Aha. Einfach unglaublich, dass mein Vater der Anführer von R ist. Das ist mir jetzt gerade erst so richtig klar geworden. Wir sind nie weit als einen Streit von einem Duell entfernt. Und jetzt sind die Energiepunkte alle. Das ging jetzt aber dann ein bisschen sehr schnell. Okay, dann gehe ich mal gerade ein paar Energiepunkte farmen. Ich dachte eigentlich, ich hatte 130 für 2-3 Sternaufgaben. Habe ich gehofft, dass sie reichen. Naja, aber dann hole ich mir... Achso, ich höre mal auf zu reden und gehe einfach in den Speed. Und da hole ich mir den letzten Stempel ab und darf jetzt zu Koray gehen. Hi Koray. Ich habe die letzten Vorbereitungen abgeschlossen. Nur für dich, auch wäre ich nur zu viel gegangen. Naja. Ich vergesse manchmal, wie geschickt du bist, Cody. Du bist bei uns im Training noch nicht einmal ins Schwitzen gekommen. Ich hatte eine gute Partnerin. Also den Eingreifzauberer. Und Professor Green. Man kann nie zu gut vorbereitet sein, Cody. Denk dran, was du hier gelernt hast. Dein Leben könnte eines Tages davon abhängen. Ich glaube, jetzt bist du bereit, deinem Vater zur Rede zu stellen und sein Experiment zu verhindern. Es wird nicht einfach, aber das ist möglicherweise die wichtigste Mission des Kanna-Zirkels. Viel Glück! Das ist wie ein Buch von Kornbusch und Persimmons. Naja, ob es das aber wirklich ist. Oh, und? Jetzt muss ich aber was aufbauen. Hallo? Hey. Ach, jetzt darf ich noch 4 Stunden warten. Geh mit Mirula zum Ort, an dem das Experiment stattfinden wird. Bei der Peitschenweite. Also wird es wohl tatsächlich in die eulende Hütte gehen. Aber erst in 4 Stunden. Was gar nicht so schlimm ist, weil meine Energiepunkte alle sind. Aber, ach nee. Ich muss natürlich erst noch zu Filch gehen. Filch will ja mit mir reden, so. Ganz dringend. Befreie die Freunde deines Glühwürmchens. Das ist jetzt erstmal gerade mal wichtiger als, das Experiment von Ea. Ich sag mal, Arrivederci, over and out.